Das Weg gab beim Börse Trading Selmkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. Das Weg zeigt an, um wie viel Euro sich der Wert eines Optionsscheins ändert, wenn die implizite Volatilität um einen Prozentpunkt steigt oder fällt. Doch bevor konkrete Zahlenbeispiele folgen, kann man sich rein intuitiv dem Einfluss von Volatilität auf Optionsscheine nähern. Man unterscheidet zwei Varianten von Volatilität, die implizite und historische Volatilität. Das Vega misst den Einfluss der impliziten Volatilität auf den Options unbekanntes Zeichen. Options unbekanntes Zeichen Schein, das bedeutet den Einfluss der Volatilität, mit der der Optionsschein tatsächlich gepreist wird. Dass es sich ja letztlich bei der Volatilität um die Intensität von Kursschwankungen handelt, kann man auch intuitiv von I unbekanntes Zeichen nehmen positiven Einfluss auf den Wert von sowohl Call- als auch Put-Optionsscheinen ausgehen. Die Erklärung hierfür ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Produkte weit ins Geld laufen, bei einer höheren Volatilität ebenfalls steigt. Auch rein technisch ist das Vega, also die partielle Ableitung des Optionsscheinbrei unbekanntes Zeichen Sees nach der impliziten Volatilität, sowohl für Plain Vanilla Calls als auch für Puts. Mit einer Restlaufzeit immer größer als 0, siehe Kasten. Doch um eine bessere Vorstellung zu erhalten, wie das Vega eines Optionsscheins zu interpretieren ist, wird nachfolgend ein konkretes zahlenunbekanntes Zeichenbeispiel. Zahlenunbekanntes Zeichenbeispiel betrachtet. Der Allianz Call mit einem Basispreis bei 90 Euro und einer Laufzeit bis zum 16. Juni 2010 hatte am 18. März 2010 bei einem Kurs der Allianz Aktie bei ebenfalls 90 Euro einen theoretischen Wert von 2,48 Euro. Dies entspricht bei einer impli unbekanntes Zeichen zieten Volatilität von 23,5% einem Vega von 0,16. In diesem Fall kann ange unbekanntes Zeichen genommen werden, dass der Wert des Opti unbekanntes Zeichen Onscheins um 16 Euro Gent auf 2,64 Euro ansteigt, falls die implizite Volatilität auf 24,5% steigt. Ebenso ist mit einem Wertverlust des Calls auf 2,32 Euro zu rechnen, falls die Volatilität auf 22,5 pro unbekanntes Zeichen Cent fällt. Diese Modellrechnung verdeutlicht unbekanntes Zeichen nicht, dass neben der Bewegung der Aktie oder des Index selbst, auf den sich der Optionsschein bezieht, auch die alleinige Bewegung der Volatilität einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den Wert haben kann. An dieser Stelle müssen natürlich wieder, wie auch bei den bereits bekannten kennunbekanntes Zeichen Zahlen Delta und Gamma, einige ein unbekanntes Zeichen Schränkungen gemacht werden. Auch das Vega ist als eine Momentaufnahme des Markts anzusehen, das bedeutet, dass alle anderen Marktgrößen als konstant ange unbekanntes Zeichen genommen werden. Dies ist, wie jeder Anleger aus eigener Erfahrung weiß, in aller Regel nicht tatsächlich der Fall. Die unten stehende Abbildung verdeutlicht für das konkrete Beispiel außerdem, dass das Vega eines Optionsscheins in der Nähe des Basispreises den höchsten Wert annimmt und geringer wird, je kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheins ist. Den unbekanntes Zeichen noch darf man sich von einem geringen Vega gerade bei weit aus dem Geld ste unbekanntes Zeichen Händen Optionsscheinen nicht täuschen lassen, da das Vega absolute Beträge, also einen Wert in Euro, angibt. Es zeigt sich, dass häufig gerade auf weit aus dem Geld stehende Scheine die Volatilität relativ gesehen einen größeren Einfluss hat als der Kurs des Basiswerts selbst. In einer der nächsten Ausgaben von Ideas Academy erfahren interessierte Leser, warum man sich mit der Änderung des Optionswerts in Abhängigkeit der Volatilität befasst, wenn das Black-Scholes unbekanntes Zeichen Lees-Modell doch eigentlich von einer Kuhn unbekanntes Zeichen standen Volatilität ausgeht.